Puh. Wenn du schauen könntest, ob es läuft, das wäre schon ziemlich spitze. Ich habe keine Taschenlampe, die ich mir so von unten ins Gesicht leuchten kann, irgendwie so. Okay. Achso, jetzt habe ich hier schon mal wieder auf Ändern geklickt, wollte ich ja gar nicht. Ist da so alles cool. Ja, die ist auch schon mal warm geklingelt hier. Tess, danke dir fürs Einschalten. Du siehst mich nicht, du hörst mich nur. Weil ich jetzt gerade noch ein bisschen rumwerke. Und noch mein Bart kämmen muss. Ja, und gleich schon oft genug verängstigt in die Kamera schauen werde, ja. So, die Mikrofonlautstärke ist in Ordnung, oder? Soll ich näher ran? So, das wollte ich aber auch nicht volle Möhre ins Mikrofon rülpsen. Und dann läuft sie. Marian, danke dir fürs Einschalten. Ich mache hier gerade noch ein bisschen Feintuning, also keine Panik, ja. Es fluppt schon alles irgendwie. Feintuning heißt, ich käme durch den Bart. Obwohl, ich glaube, Marian hat es gar nicht gehört, weil er jetzt nur 30 Sekunden Werbung hat. Daran muss man sich erstmal gewöhnen. Im Grunde schon anmachen, oder? Was heißt denn? Na, alles klar? Oh, Marianne, du bist schon da. Du hattest keine Werbung oder wirst du bei mir tatsächlich erst dann eingeblendet, wenn deine Werbung zu Ende ist, was cool wäre. Und was ich irgendwie den Jungs von Hitbox sogar zutrauen würde, dass sie das so einbauen. Wie gesagt, bei mir ist gerade, ich musste noch meinen Bart kämmen, ja? Und und so einen Eimer unter den Stuhl stellen, falls ich mir in die Hose machen sollte. Nein, Quatsch. So schlimm ist es eigentlich nicht. Ich habe ja so eine halbe Stunde mal reingeschaut. Und habe das Ding ansonsten größtenteils im Hintergrund laufen lassen, weil... ja. Aber so ein bisschen muss man ja reinschauen. In dieses Spiel. Ach, okay. Ja gut, wenn das mit der Werbung so funktioniert. Noch besser. So, ich hoffe, dass heute nicht so viele Probleme beim Stream sind wie in den letzten Tagen. Ne? Da sind wir so ein bisschen, die einen oder anderen konnten gut sehen, die anderen konnten eher schlecht sehen. Ich hoffe, es funktioniert und ich hoffe, es ist, das Spiel ist von der Lautstärke her gleich in Ordnung. Denn ziemlich viel passiert mit Geräuschen. Was clever gemacht ist. Also bei mir ruckelt der Stream jetzt schon. Bei dir ruckelt der Stream jetzt schon. Ja, der braucht schon 2, 3 Stunden ständig. Okay, mach mal bitte. Du kannst da so ein Pop-out machen. Guck mal, ob der besser läuft. Es kann nämlich sein, dass es daran liegt. Ne? Das dauert einen kleinen Moment, bis es bei dir lädt. Immer. Und dann passt das. Ja, Aliens gibt es hier in dem Spiel, glaube ich nicht. Die Gegner scheinen Humanoide zu sein. Oder so ähnlich. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da müssen wir gleich mal gemeinsam schauen, was es wohl sein könnte.
Und ich befürchte, dass ich länger als eine halbe Stunde gespielt habe. Aber das Spiel. Stimmt, hast du auch wieder recht. Ne? Das Alien hat ja auch zwei Arme, zwei Beine. Hast du recht. Wirst du gleich alles sehen. Ich glaube, dass ich doch länger als eine halbe Stunde gespielt habe. Das Spiel frisst aber auch echt massiv Zeit irgendwie. Also du spielst so eine Runde und dann ist auch schon eine Stunde wieder um und du bist nass geschwitzt. Die Jungs von Frictional Studios oder Frictional Games, die wissen schon, wie man Horror ganz gut verpacken kann, ohne dass dir immer permanent was ins Gesicht springt. Oder dass dich permanent irgendwas verfolgt. Ja, Amnesia habe ich gespielt. Und das davor Penumbra war es, glaube ich. Und das habe ich auch gespielt. Aber so vom Gefühl her, das ist jetzt schon ein Weilchen her, beide Spiele bei mir. Vom Gefühl her ist das noch wieder ein bisschen anders. Noch wieder ein bisschen anders. Was auch irgendwie dämlich wäre, wenn es dasselbe Spiel wäre, nur in einem anderen Setting. Du kannst dich aber auf jeden Fall nicht in Schränken verstecken. So viel kann ich jetzt schon mal sagen. Und es gibt weniger Gegner als zum Beispiel in Amnesia. Mit Schlafentzug sehe ich so aus? Sehe ich so fertig aus heute? Das kann gar nicht sein. Eigentlich habe ich sehr gut geschlafen. Aber der Tag war schon lang. Annika, läuft es bei dir besser? Okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Ja, ich weiß. Das war Absicht. Weil das Spiel auch gleich sehr dunkel ist. Ansonsten sehe ich gleich aus wie so eine Glühbirne. Deswegen ist das Kamerabild heute etwas dunkler. Das heißt, ich habe einfach mein Licht gedreht, ja. Also keine Special Effects. Man sieht mich fast nicht. Ja, das ändern wir gleich noch. Wenn das Spiel läuft. Ich kann es schlecht einstellen, wenn ich meinen Bildschirm anhab, ne? So, deswegen müssen wir gleich mal gucken. Seth. Ja, das Interessante an dem Spiel ist, du hast da nicht großartige Schockeffekte, sondern du erschrickst dich relativ selten in dem Spiel. Du hast aber dieses permanente Gefühl, irgendwas ist da, irgendwas springt hier, könnte dir gleich in den Nacken springen. Ob das dann aber so passiert oder nicht, sehen wir dann gleich. Zimmi! Ist schon 10 Uhr? Ja, jeder Tag, kalter Schweiß, permanent Angst, dass dir jemand in den Nacken springen könnte. Oh, du hast vielleicht einen falschen Job. Ne? So, sogar meine Mutter wünscht mir gerade viel Spaß. Das ist natürlich süß. Zimmi, wie lange bist du denn heute mein Gast? Unser Gast? Ach, morgen. Dann verpasst du ja morgen den Systemshock-Livestream, Zimmy. Aber gut. Halb so schlimm. Ich glaube, Systemshock wirst du wahrscheinlich sogar auch gespielt haben. Und wenn nicht, kein Thema. Das werde ich auch, genau wie Sommer, wohl noch ein paar Mal spielen. Wenn es die Zeit denn zulässt. Ja. Cool. Ja, das ist ja super. Dann hast du denn, Zimmy, eines von diesen Spielen gespielt? Ich überlege gerade, haben die irgendein Spiel für die PlayStation umgesetzt? Gibt es Amnesia für die PlayStation? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Also ziemlich, die Entwickler haben zwei Spiele mit, ich glaube, Penumbra hat auch zwei Teile, also insgesamt vier Spiele gemacht. Und das ist die Frage, hast du da schon mal was von mitgespielt? Systemshock hast du gezockt, gut, dann wirst du morgen ja nicht allzu viel verpassen. Morgen gibt es nämlich Systemshock ab morgen ist es bei Good Old Games erhältlich. Ich weiß den Preis noch gerade nicht. Und deswegen spiele ich es morgen quasi am Tag des Release. Das finde ich eigentlich ganz süß. So. Ja, in 9 Minuten fangen wir mal langsam damit an. Es wäre schön, wenn ihr so lustig seid, vor allen Dingen du, Zimi, mal kurz bitte den Stream nochmal teilen für die ganzen Trantüten und Schlafmützen, die dann sonst irgendwie wieder so um kurz vor 10 angepümmelt kommen, weil sie es vergessen haben. Dass sie nochmal dran erinnert werden.
Und ich drehe jetzt auch gleich hier noch so ein bisschen am magischen Lämpchen. Ne, das ist die falsche Richtung, sonst bin ich ja geblendet. Dass ich vielleicht ein bisschen heller bin. Jetzt bin ich dunkler geworden wahrscheinlich, ne? Am besten sagt mir Annika das, wie ich gerade auf dem Kamerabild zu sehen bin. Es ist dunkler geworden. Ein bisschen. Einfach Mehl ins Gesicht. Ja, ich habe auch noch irgendwo so fluoreszierenden Scheiß. Dann gehe ich ein bisschen auf die Sonnenbank und danach leuchte ich einfach für den Rest des Streams. Das ist natürlich auch eine coole Idee. So besser irgendwie? Schauen wir mal. Puder von der. Ich glaube mal. Hast du Puder, Mäuschen? Nein. Ja. Ich kann auch Asche nehmen, wenn du möchtest. Das geht schon so. Ihr solltet euch aufs Spiel konzentrieren, nicht auf meine Birne, die leuchtet wie eine Glühbirne, ja? Meine Birne, die leuchtet wie eine Glühbirne. Ich hätte mal cleverer machen können. Zimi ist jetzt auch schon wieder weg. Auch nicht schlecht. So, wahrscheinlich hat sie mir gerade geschrieben. Nee, doch nicht. Nee, ist weiße Asche. Hast du Metal Gear Solid nicht gespielt, Mann? Mach das doch auch. Hab ich jetzt gespoilert? Nee, ne? Ich hoffe nicht. So, meine ganzen Kleinkram. Streamst du jetzt? Ich liebe so Nachrichten, ja. Also wer jetzt auf die Idee kommt, mir eine Nachricht zu schicken, ob ich jetzt streame. Gar nicht, Sass, gar nicht dein Spiel. Woran liegt's an Metal Gear? So im Allgemeinen das Setting oder das Spielprinzip davon? Oder die Kombination aus beidem? Zu wenig tote Bumbis? Warum? Stirbt er nicht oft genug in dem Spiel? Es kommt aber eigentlich später noch. Also später zieht der Schwierigkeitsgrad schon an. Was machst du gerade mit dem NFL? So. Was ist los hier? So. Okay, ja gut. Also ich hatte mich zuerst an Metal Gear Solid auch nicht rangetraut. Ich dachte zuerst, also ich hatte noch den Snake Eater, das war der dritte Teil, glaube ich, noch im Kopf. Und der hat mir mal gar nicht Spaß gemacht. Und fand's schon doof, dann deswegen, weil ich, das war überhaupt gar nicht mein Spiel. Den vierten Teil habe ich halt ausgelassen. Ach, Zimi, ich bin noch da. Ja, ich bin hier der Prellbock für jeden Horror und den Rest gebe ich an euch ab, ja. Den vierten Teil habe ich nicht gespielt, weil ich keine PlayStation hatte. Und dann war ich total raus. Und also bin ich relativ unbeeinflusst an den fünften Teil jetzt rangegangen und der hat mich schon weggehauen. Hümmi, aufgeregt. Ich? Pff, kein Stück. Aber danke dir fürs Einschalten. Aufgeregt, bitte dich. Ist doch nur so ein Horrorspiel. Was war das denn jetzt hier? Sexy ist eigentlich, dass dass bei mir der Chat, also ich kann zwar lesen, was ihr schreibt, aber ich kann nicht lesen, wer im Chat ist. Das ist natürlich sehr sexy gerade. Hümi, diesmal gar keine Suppe. Diesmal ist es Mate. Ausnahmsweise sogar mal die Hipster-Club-Mate. Weil die keine andere hatten. Damit ich nicht einschlafe. Nee, ich hatte nur was im Auge. und Simi, ich glaube, ich weiß. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Und alle Metal Gear Solid-Teile haben. Einen davon spielen und alles trotzdem scheiße finden, ist irgendwie voll. Voll uncool. Ah. Ah, Hümi, doch, doch, das geht schon. Ich bin seit 7:30 wach. Nee, gar nicht. Wann bin ich wach? Ich bin seit 6 Uhr wach. 6 Uhr morgens. Das geht schon nachher, nach dem Stream. Ah. Also, irgendwann falle ich einfach um. Ich muss halt nur noch, das, was ihr jetzt nicht seht, hinter mir sind noch Treppen nach oben. Die muss ich nur schaffen und dann bin ich quasi schon im Bett.
Das geht. Das läuft schon. Keine Sorge. Im Grunde warte ich eigentlich jetzt nur noch auf den Tantrum. Bitte? Ja, das kann ich mir hier so hinlegen. Nee. Nee, ich möchte das Licht nicht. Nein, nein, dann sieht mein Bart so Licht aus. Ach so, ja, ein echter Gamer, Simi in seinem Stuhl, ne? Ein echter Gamer schläft in seinem Stuhl. Darüber lacht Simi jetzt mehr als ihr. Ich ahne es. Ich kann es nur leider nicht hören, aber ich weiß es. Lange Geschichte. Wollen wir mit dem Spiel anfangen, gerne? Wo wir eigentlich noch gar nicht 8 Uhr haben. Dann warte ich noch, genau. Ich habe übrigens an dieser Stelle bereits einen Teil der Geschichte ausgelassen. Für. Bitte? Stefan ist da. Okay. Namen Tantrum. Ich habe an dieser Stelle einen Teil der Storyline schon für euch ausgelassen. Also solltet ihr euch das Spiel kaufen wollen, im Idealfall ja, über den Link, den ihr über dem Chat seht. Das müsste dann da so sein. Ja. Deswegen habe ich. Wo war ich? Genau, ich habe ein Stück von der Story ausgelassen. Und fange direkt an auf der Pathos 2 Unterwasserstation. Ja. Und. Hat was, hat was. Ist das Bild. Könnt ihr den roten Punkt sehen? Seht ihr noch etwas anders von der Szenerie? Wenn ja, muss ich es ein bisschen dunkler machen. Ja, also. Ja, Patros 2, genau. Der Väter ist zurück. Ne, diese Unterwasserforschungsstation heißt so. Wie auch immer. Ich glaube, es ist dunkel genug, oder Annika? Du siehst nur den roten Punkt jetzt, ne? Also diesen roten Fleck. Wunderschön. Außer Regal oder Boden. Okay, das Regal siehst du also auch hier vorne direkt wahrscheinlich bei mir. Das ist nicht schlimm, das ist in Ordnung. Aber solange ihr von hinten nichts seht. Man muss so ein bisschen mit der Helligkeit spielen in dem Spiel. Ja? Ja, mit der Helligkeit spielen in dem Spiel. Versteht ihr? Scheißegal, wir legen los. Also wie gesagt, ich bin hier eben aufgewacht und habe auch den kurzen Dialog auch noch direkt übersprungen. Ein Fass? Nee, der einzige Fass bin ich hier. So. Es wird gleich schärfer, keine Sorge. What the hell is this place? How did I get here? I can figure this out. I just need to stay calm. No need to make things worse. Also wie gesagt, ich bin hier gerade aufgewacht. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier los ist. Zum Zugriff Omnitool einführen. Hümi, das ist dein Stichwort wieder. Omnitool einführen. Omnitool. Ist auch nix. Elektrische Stuhl ist auch nix. Oder Tauchanzüge. Nix. Warte mal. Ja, die Scheibe ist gebrochen. Halt. Okay, Dinge, die man halt so macht, ne? Scheiben einschlagen. Das machst du auch jeden Morgen, ne? Scheiben erstmal einschlagen. Better than
expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can. Rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Okay. Hier kommt schon so ein schwarzer Scheiß von der Decke. Aber hier waren noch Toiletten irgendwo, ne? Man könnte sich ja jetzt einfach für den Rest des Spiels hier auf dem Klo einschließen. Oder auch nicht. Können wir auch lassen. Den Deckel oben gelassen, ne? Macht man ja eigentlich nicht. Das ist das, was meine Spielfigur genommen hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Auf jeden Fall kann sie offensichtlich mit... Maschinen kommunizieren irgendwie. Weil vorhin diese Station, die ich abgehört habe, die war ja auch eigentlich offline. Angst? Ich? Aber die Tür war vorher noch nicht offen, oder? Naja. Man kann ja schön um die Ecken schauen, ne? Machst du doch auch so, ne, oder? Das ist halt der Horrorfilm- und Horrorspielregel. Da, wo der Lärm herkommt, da läuft man dann meistens hin. Oh, die Knöpfe drücken oder mich einfach verstecken. Okay. Okay. Gut, dass ich keine Taschenlampe habe. Ja. Oh oh, es flackert schon wieder. Huch. Genau.
paar Special Effekte, bitte nicht. Okay, wollen wir mal schauen, was hinter dieser Tür passiert ist? Na klar, wollen wir das schauen, oder? Alles andere wäre doch lame. Und hinter Tür Nummer 2 versteckt sich der Zonk. Hoffentlich nicht. Hoffentlich doch der Zonk. Da hat jemand seinen Kopf verloren. Er war kopflos. Oh, ein Omni-Tool. Da steht es. Bitte? Jetzt muss ich, genau, jetzt muss ich keine Scheiben mehr einschlagen anscheinend. Ja, prinzipiell müssen wir jetzt im Grunde nur das ganze Stück zurück zu dieser Station, wo ich das Omni-Tool reinstecken kann. War ja klar. Und selbst meinst du mich? Mein Zimmer aufräumen? Ein Zimmer? 83 Jahre alt, ich habe kein Zimmer mehr. Ja, ist doch total einladend hier, die Butze, oder? Okay. Hier, Achtung, rutschig, wenn es nass ist. Kriegt nochmal. Ich frage mich gerade, wie Zimmy jetzt wohl da sitzt. Zimmy, schon Bettdecke über dem Kopf oder so? Hier geht es nicht weiter. Hier. Ach, scheiße, ich bin nochmal falsch gegangen. Fick nochmal. Also wieder noch ein Stück zurück und dann... Ja, hier kommen wir nicht durch. Oha, oha. Aber man kann es probieren, total lässig hier zu sitzen. Also, krieg wahrscheinlich nur einen mittelschweren Herzinfarkt, wenn gleich so eine Katze auf den Schreibtisch springt, ja. Alter, da will ich gar nicht reingucken. Dann bewegt sich so eine Klappe und da so. Ich habe hier zum Glück noch Licht. Ja, also, ja. Man könnte es auch in absoluter Dunkelheit spielen, ja. Ist auch immer super, wenn du komische Lichter und so siehst und dann möglichst viel Lärm machst, so wie ich gerade. Aber die Tür zu machen ist nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn das Fenster da hinten kaputt ist. Scheißegal. Na dann. Erstes Jahr, zwei schwarze Katzen sind es bei mir. Oh, okay. Oh, hier, den Computer kann ich bedienen. So, was haben wir hier? Systemstatus. Okay, Fernzugriff abgelehnt, Server offline. Hauptstromversorgung ausgesetzt. Dann haben wir hier... irgendwas...
Oh, Omnitool. Werkzeugchip habe ich nicht. Cortex-Chip habe ich nicht. Werkzeugkasten freischalten. Okay. Da höre ich gerade links was von mir. I know they told you that field technicians would get full access throughout Pesos 2. I'm here to tell you that's not gonna happen. Don't get me wrong, I don't want to get in your way. We need you guys to keep this place up and running. Okay. There needs to be at least some level of security on these things. I don't want to hear you barge into some quarantine so. Area at Omicron. Ach, Zimmy, du sitzt direkt auf dem Klo, damit du es laufen lassen kannst. Mit einer Bettdecke wahrscheinlich, ne? Aber, lass das Licht an. This is what you can do. You'll be able to use it to open doors. Basically all of them. If you can't, there's something wrong or someone didn't want you in there. Then what do? You shove that Omnitool into a terminal and see if you can't get around it somehow. I mean, sometimes you'll need to get into places where you don't belong. Just find a way. You're an engineer for crying out loud. Meinst du, ich bin Telekom-Techniker? Das ist Spiel dann tatsächlich Telekommando 3. Falls es noch kennst, ja, je nachdem wie alt du bist. Gute alte Werbeadventure von der Telekom. Das gar nicht mal kacke war, noch dazu. Damals noch, als noch Geld für Werbespiele da war. So, Moment, ich habe jetzt hier neben mir was gehört. Da. Ja, komm, wir schieben die Scheiße einfach da rein. Was soll passieren? Toolchip found. Hier ist ja schon alles im Arsch, von daher. Ich kann ja nichts mehr kaputt machen. Das heißt, ich bin 33 oder so daher. Toolchip Security Cipher. Updated. Oh, Dangerous Dave kenne ich glaube ich auch noch. Das war doch dieses Jump'n'Run-Ding auf dem Amiga oder so. Wenn ich mich richtig erinnere. So, cool. Jetzt haben wir das Omnitool, damit können wir Türen öffnen. Welche Türen wollen wir öffnen? Wollen wir mal hier hingehen, wo das komische Licht war? Mal so ein bisschen um die Ecke gucken. Ne? Aber wie spielt man so Spiele eigentlich später mit einem Oculus oder so? Ey, du pisst dich ja komplett ein. Ach genau, ich meine Rick Dangerous. Genau, Dangerous Dave müsste ich mal ganz, ganz lange überlegen. Woran ich mich noch erinnern kann, ist Jumpman für den Commodore. Das war ziemlich awesome. Mit Omnitool schwenken. Schwenk, schwenk. Kann ich hier die Tür noch wieder zumachen? Nee, ne? Okay. Ah. Rapture. Zu Rapture muss ich sagen, Rapture wirkt freundlicher und einladender als das hier. Na, das wird wohl für einen Tauchanzug sein. Das sieht so aus wie. Es wäre nichts passiert, das sieht unverändert aus. Es ist alles gleichermaßen still. Die Tür da hinten war schon die ganze Zeit auf, ne? Oder? Ihr müsst da mit drauf achten. Nee, die Raumstation kommt morgen.
Heute unter Wasser. Ja, dann. Okay, Observation Room, Tech Depot, Break Room. Okay. Schwarze Scheiße, die von der Decke runterläuft, ist irgendwie nicht in Ordnung. Ups. Na, man soll nicht auf alles drücken, was irgendwie blinkt und blitzt. Hat er da jetzt seinen Finger reingesteckt? Wenn ja, warum? Okay, aber es scheint mich geheilt zu haben. Das ist ja schon mal nicht übel. Okay, dann drücke ich jetzt einfach mal diesen Knopf. Ja, wir klettern in den Lüftungsschacht. Genau, wenn es Funk nicht drücken, ich werde es mir merken. Ich mache gleich so ein Post-it an mein Set, an mein Monitor, ja. Wenn es blitzt, nicht drücken. Ja. Was soll passieren? Haushaltsüblicher Lüftungsschacht, so wie jeder von uns im Haushalt hat. Mit blauem Licht, das sich einfach so bewegt. Normaler Scheiß halt, ne? Von da kam ich. Genau, normaler, ganz normaler Arbeitsweg. Jeder von uns kennt es. Jeder ist schon mal durch den Lüftungsschacht geklettert. So, rot bedeutet. Dann, gehen wir mal vielleicht nicht da lang, wo das blaue Licht hinging, ja, sondern da kann man doch auch irgendwo hinten hin oder so. Mal nach dem 99. Mal, das ist das Zack McRacken-Prinzip, ne? Hallo Becker, wir haben nichts. Hallo Becker, wir haben geschossen. Hallo Becker, wir haben geschossen. Hallo Bäcker, hier nimm dieses Brot. Ja, echt? Hümi, Kfz-Mechatroniker, sowas machst du beruflich? Achso, Monster, Schalter, Lüftungsschächte, komische Apparate. Irgend so eine schwarze Scheiße, die von der Decke tropft. Ja, Rotlicht nach Feierabend, meinst du? So. Ja, das heißt, es ist gelb, aber es blitzt nicht. Nö. Gelb und blitzend ist immer scheiße, offensichtlich. Keinen Fall das Strukturgeleck berühren. Ein Effekt auf die WAU kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI-Wallcheck gemeldet. Okay.
Hey, can you hear me? R2D2 sah auch mal besser aus, ne? Nehmt keine Drogen. Okay, Funksignal blockiert, zu wenig Strom. Und hier ist auch nur Dinge, mit denen ich mich früher beruflich beschäftigt habe. Computer, die nicht funktionieren. Okay. Ich mach mal trotzdem kurz diese Tür zu. Der Knopf leuchtet grün. Nicht, dass mir irgendwas in den Rücken springt oder so eine Kacke. Oh, Käse. So, okay, warte mal, er hat so eine Schläuche da so reingeschnitten. Soll das mal rausziehen? Ja, ne? Kitty Captain! Danke, du fürs Einschalten. Stöpsel rausziehen, ist auch eine kluge Idee, oder? Verabschiedet euch jetzt schon mal von R2D2. Das macht Hollywood-Karriere, macht sowas aus dir hinterher, ein Wrack. Okay, dann war es wohl R2D2s Schwester. Kitty, am besten fragst du Zimmy darüber aus, was du verpasst hast. Ich glaube, Zimmy hat sich auf dem Klo eingeschlossen. Ja, ich habe gerade R2D2s drogensüchtige Schwester umgebracht. Ja. Ich drücke jetzt mal einfach auf die, soll ich mal auf diesen Knopf hier drücken? Was meint ihr? Ja, ne? Das kommen wir sowieso nicht weiter. Okay, cool. Oh, warte mal, was steht denn da? Ich kann es nicht lesen. Ja. Ah. Manuelle Bootsequenz. Okay, okay. Okay. Drei rote Knöpfe. Okay, der in der Mitte war es nicht. Ja. Oh, oh. Oh ja. Grün. Oh, rot. Nicht gut. Moment. Moment. Kinderspiel. Läuft. Relativ unauffällig. Ist wahrscheinlich niemandem aufgefallen. Ne, Sers, ich hab nichts kaputt gemacht, ich hab was repariert. Ja, ausnahmsweise mal. Oh, what is... What, what's happening? Hello, is there anyone there? Hey, hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, oh, cigarettes. Damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in the thermal plant somewhere. Ja, aber ich hab's doch repariert. Upstairs to the da, da kommt Ton raus, da dreht sich was und da leuchtet alles look, grün. This place is not, das Ding ist tot, aber Licht ist auch an. Hey. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Oh,
Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Ist jetzt richtig drin. Wir leben auch noch, also. Okay. Ja, also auf jeden Fall ist jetzt hier so ein, Ein gelber Knopf, ja. Soll ich das Headset mitnehmen? Ja, so. Warte. Kannst du ja auch drehen. Aber ich kann es nicht aufsetzen. Es sei denn, ich lasse es über mir fallen. Warte mal. Passt. So. Schade. Versuch was wert, ja. Ich drücke jetzt einfach auf den gelben Knopf, weil er blitzt nicht. Das heißt, ich kriege keinen Stromschlag. Mal, sagen wir mal ehrlich. Wenn irgendwer hier noch auf der Station ist, spätestens nachdem ich das Ding hier angeschmissen habe, wissen alle Bescheid. Ich glaube auch nicht, dass man es von woanders aus anschmeißen kann, außer von hier. Von hier. Schaut total super aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr alle habt. Himmel, dir gefällt Alien Isolation besser. Was gefällt dir besser daran? Ja klar. Oh, okay. Also, ich weiß nicht, ob ihr es im Stream sehen könnt, aber es flackert schon wieder auf meinem Bildschirm. Dampf ist schlecht, ne? Okay, rote Rohre. Da hinten können wir hin. Das Ding ist da so. Ich hoffe, es sieht ihn nicht. Wenn ich es nicht anschaue, dann sieht es mich ja auch nicht, ne? Oder? Oh oh. Oh oh. Oh nee. Snap, okay. Es kann mich wohl doch sehen, aber okay, ich weiß jetzt. Dampf? Die rote Rohre, also wird da wohl irgendwas sein, womit ich die, den Dampf ausmachen kann. Und ich sehe da hinten auch schon so ein Rad. Dann gehen wir jetzt mal als erstes dorthin. Ja. Was soll schief gehen? Ja. Also mehr als sterben können wir ja auch nicht.
Okay, nochmal der Spaß mit dem Tier. Kati, danke dir fürs Einschalten. Ach Mensch, hier sind noch viel mehr dabei. Thermix. Jacqueline, danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, dass bei euch der Stream gut läuft. Denn Himi beschwert sich permanent, dass der Stream laggt und überhaupt nicht funktioniert. So richtig. Also das Flackern, das ist so beabsichtigt von den Entwicklern. Wirklich, ich schwöre. Ja, ein dreiköpfiger Roboter, das wäre mir alles lieber, ja? Als das Ding da. Denn das Ding ist fixer, als ich dachte. Ich muss nur erstmal in Wallung kommen. Oh, snap. Oh, snap. Na dann, komm her, du. Abwarten, Oh, er hat mich nicht gesehen. Oh, Arsch. Alles schön die Luft anhalten, ja? Vielleicht kann ich irgendwie diese... Das war bestimmt eine super Idee von mir, diese Dose schmeißen. Damit das Vieh mal so überhaupt nicht drauf reagiert. Der heiße Dampf ist aus. Jetzt muss ich wahrscheinlich in diesen Hebel ziehen, ja, der auch total wahrscheinlich überhaupt kein Geräusch von sich geben wird. Oh, muss er jetzt da unten bleiben. So ein Mist aber auch. Kinderspiel. Ich hoffe, dass die Geräusche bei euch laut genug sind. Denn permanent knarzt und knackt es irgendwo hier. So, Lockdown. Check Terminal for Details. Okay, Versuch was wert. Okay, wir müssen eine ID finden. Okay. Ja, das Knarzen und Knacken kommt noch nicht von mir irgendwie. Noch nicht.
Klamotten aufgegangen zum Waschen, auch gut. Human? Shit, did my body give it away? I try hard saving mystery. Yeah, I'm human. Are you? My name is Simon. Do you know anything about this place? Oh, you knew. That makes us slightly less weird. Look, I'm obviously hurt. Yeah, it's if you Menschen. See anyone else around, just tell them where I am. Okay, er hält sich für ein Mensch. Hello? Can you... Hello? Can you hear me? It's me, Carl, calling. So, where are you, exactly? Are you for real? I'm right here. See me waiting? Look at my hands. Hey, buddy. Okay, I'm not seeing it. I see a machine. Hey, C3PO ist auch ein bisschen durchgedreht, ja. What the hell are you looking at? I'm here. See? Okay. I just didn't expect you to look like that. You're really hung up on appearances, you know that? Ja, vermutlich, Seth. Gehe ich auch mal von aus. Oder irgend so eine verrückte Borg-Scheiße, die hier abgelaufen ist. Achso, ich soll nach oben, ne? Communication ist hier, aber das scheint nicht zu gehen, okay. Ja, den Plan, den schaue ich mir jetzt gleich an. Ich wollte jetzt nochmal alle Türen verstehen. Okay, cool. Klingt nicht nach einer coolen Party. Klingt mehr nach irgendeiner verrückten Scheiße, die abging. Genau, wir gucken jetzt mal auf den Plan. Ich tue das jetzt einfach mal auf, da kann ja nichts rauskommen. So, denke ich jetzt mal. Okay. Wir sind hier. Okay, wir müssen auf jeden Fall nach oben in die Communications-Anlage. Und... Okay, Power Channel, Flow Control, Changing... Das hilft mir jetzt aber alles nicht weiter, denn ich habe immer noch kein Login für die Computer. Aber eine Tür haben wir ja noch, durch die wir gehen können. Okay. Ja, sicher, ja. Der sieht aber auch nicht mehr guten Schuss aus, der Junge. Oh, da kann ich auch Hand auflegen. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. Als Unbeteiligter. So that's it. Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Schwer zu sagen. Müsstest du mal ein Review abwarten? Ja, we're going to Mittwoch. Mittwoch müsste es anders sein. We sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Carl! So,
so einen richtigen, bis jetzt ist mir auch noch nichts ins Gesicht geschwungen, das finde ich mal sehr, sehr gut. Da stehe ich ja nicht so drauf. Carl Zamkin. ID-Nummer 0722. Okay, das ist doch hilfreich. Momentchen. Die brauchen wir doch irgendwo hier, ne? Da war doch ein Computer. 0722. Okay. Hier ist eine ungesendete E-Mail. Wie auf meinem Computer. Über mir immer. Schicken wir mal weg, ne? Oh, konnte nicht gesendet werden. Ich wollte gerade sagen, alles soll doch hier seine Ordnung haben. Power Manager. Okay, hier sind wir. Das habe ich gerade gesehen. Dann ist hier die Power Control und hier ist dieses... Hier ist ja dieser Roboter, der sich für einen Menschen hält. Und hier ist die Leiche, okay. Schalten Sie eine der hervorgehobenen Sektionen ab. Okay, das ist machbar. Oh, warte mal. Ist mir etwas aufgegangen. Das war Storage. Jesus. Schau mal her. Was irgendwie verwenden können oder so. Ja, ich glaube auch, dass mein Freund jetzt nicht so glücklich da unten ist, dass ich hier oben rumwerkel und rumaloche. Wenn er da unten schmollen muss. Ja. Uah. So. Okay, oh, jetzt sind hier ein Poster. Okay, Explore. Gut, also warte mal. Zwei Stationen müssen wir ausschalten. Ne? Warte. Power Manager. Genau. Die da hinten, da war ich noch nicht. Oder hier vorne, die in diesem Roboter, der da liegt. Und sich für einen Menschen hält. Was sollen wir denn ausschalten? Was ist euch denn lieber? Da hinten hinlaufen mal, gucken, was da so ist. Oder lieber hier vorne was machen. Hier vorne ein bisschen Unfug anstellen. Ich selbst würde wahrscheinlich sagen, hier vorne, denn ich muss ja gleich diese Treppe hier hoch. Und ich glaube, das ist am einfachsten, wenn ich am nächsten dran bin. Was heißt am nächsten? Natürlich ist der Schalter am Ende des Ganges, ja. Wie es sich gehört. Was machen wir? Hier vorne, da hinten. Da, hier vorne. Ich mach es einfach hier vorne. Ihr sagt ja nichts. You okay? Das
It's okay. Dude. Okay, dann machen wir doch das andere Ding. Gehen wir einfach in den dunklen, total überhaupt super einladenden Gang. Okay. Read this. Das ist immer lastig, wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund haben. Boah. Der Roboter lebt noch, ja? Ich habe ihn nicht umgebracht, Kati. Dem geht's noch total gut. Alles ist in Ordnung. Nichts, was man nicht reparieren kann. Ob ich angespannt bin? Ach, weißt du, Himmi. Okay, Hebel nur ziehen, wenn wir wirklich einen triftigen Grund haben. Haben wir, oder? Haben wir. Nichts passiert. Alles cool. Oh oh. Mein leuchtender Freund ist wieder da und ich glaube, er ist nicht besonders glücklich. Geräusche machen. Dann seid doch froh. Ich gehe hier ein bisschen um Zahnfleisch. Nein! Ja, hinter mir ist immer so eine Sache, wenn ihr hinter mir steht, ne? Das sollte jetzt laut genug gewesen sein für das Ding. Ne, Hümi steht nicht hinter mir. Hümi wartet im Schrank auf mich oder so eine Scheiße. Irgendwie muss ich den noch da so weglocken können. Kann nicht sein. Warte mal, wenn wir in diesem Ding da reingehen, in diesen Raum.
Achso, der Raum hat keinen Strom mehr. Scheiße. Hier so weg. Während der Typ da so hin und her läuft. Jetzt echt? Kitty Cat, ich soll mit ihm reden? Nein. Der sieht nicht so aus, als wenn er mit ihm reden möchte. Der sieht doch überhaupt nicht irgendwie nach, wir können über alles reden aus. Sah zumindest gerade so aus. Vielleicht hat er einen quer sitzen, ja. Er ist schon so ein bisschen aufgebläht, ja. Aber wir wollen jetzt auch nicht drin rumstochern. Zurück. Ja, also er patrouilliert immerhin durch die gleichen Räume nach und nach. Einmal was war das? Storage oder Workshop oder so. Und dann geht er in den Gang, wo dieses Stromding ist. Wenn er da jetzt gleich reingeht, dann schleiche ich mich hinterher, ziehe am Hebel, Drops gelutscht. Ich sage es nur, der ist halt ziemlich schnell. Ne? Aber ja, es erinnert an Big Daddies, das stimmt. Kannst du an seinem Hebel ziehen. So, der geht's da hinten in den Gang rein. Der geht nämlich, soweit ich es gerade gesehen habe, ganz durch. Der Lump. Ja, husch, husch. Guter Zombie-Roboter. So gut du bist. Oh, geschafft. So, Tür hinzu. Fertig. Okay, manuelle Eingabe erforderlich. Okay. Was wollten wir nochmal anrufen? Lambda? Oh, hier rangeguckt. Ah, okay. Jawohl. Kinderspiel. Hey, are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pathos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto?
Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is all so strange. You're telling me. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? Okay. Kinderspiel. Kein Problem. Ich geh einfach so. Oh. Great. Shit. Where do I? Deswegen drückt im Spiel noch Stefan immer Knöpfe und dreht und zieht dann Hebeln, ja. Wenn ich es mache, geht immer irgendwas schief. Wie jetzt gerade. Ich hab schon wieder. Erst drehe ich das Rad ab, jetzt reiße ich einen Hebel ab. Töte den einen Roboter, dem anderen versetze ich einen Stromschlag. Wahrscheinlich bin ich der Bösewicht in dem Spiel. Ja. Wir haben alle nur Angst. Ich bin halt unmöglich. Was ziemlich witzig wäre, wenn ich so drüber nachdenke. What the hell? How is this possible? This is insane! Okay, oh cool. Where did I get a flashlight? Was für ein Scheißhebel. Ja, Super Mario ist auch der Böse, das stimmt schon. Ja, ich glaube auch. Aber ich bin in diesem Fall ja ein sehr humanoider Roboter, ne? So mit richtigen Händen und einer Taschenlampe. Das ist aber schick gemacht hier, das sieht gut aus. Lambda, find the shuttle to Lambda. Wo auch immer Lambda jetzt ist. Ich habe gerade keine Karte zur Hand. Okay, hier ist Lambda nicht. Ja, hier ist auch irgendwie... Willkommen in Rapture. Ich habe eine begrenzt laufen gerade. Heben wir uns das mal für nicht so coole Momente auf. Vielleicht hier unter Wasser auch noch vor, was sich Haien weglaufen müssen. Okay. Dann wird das wohl nicht Lambda sein. Aber Hümi, deine Aussage ist auch gut. Ich habe hier irgendwas beendet. Einfach, wie gesagt, einfach Pornhub ausmachen und dann läuft's. Fisch, irgendwas mit einer Laterne ist immer kacke, ne? Bis jetzt. Wenn es leuchtet, ist es schlecht. Naja, schauen wir mal weiter. Wie läuft denn bei euch so der Stream? Abgesehen vom Hümi. Ja? Irgendwie ruckeln, zuckeln, Heiterkeit. Oder fluppt. Mal hier kann ich wieder so ein bisschen. Come in, Theta. You better answer me, Strasky. Bei dir sauber, Kathy. Das ist schon mal super. Amy, where are you? The field. I had to leave. Calling you? It all went to hell. Hold on. You got the power automated, right? The plant is safe. We need the power to keep the sites running. Oh, fuck the power! Super gut. Fuck you, Strasky!
The machines killed Carl. Oh shit. All right, calm down. It'll be okay. Can you get back to Theta? Das heißt ja leider nicht in Tukar. Ja, das tut mir leid. I'll head for the shuttle, the Ox. Good luck, Amy. Rooting for you. Aber ich glaube, man kann es überleben, oder? Kitty auf den Terminator. Wieso? Es flackert bei mir wieder so ein bisschen. Und da sehe ich ein rotes Schimmern. Kann ich nochmal denken. Ich kann auch nicht nochmal denken, mein Freund. Ich umgehe mal das rot flackernde, was auch immer es ist. Wo auch immer es ist. Okay, jetzt schon da hinten hin. Also gehen wir mal hier lang. Gewesen, hier lang zu laufen. Ja, ich kam von da, jetzt muss ich nach da irgendwie ab. So. Machen wir da jetzt das Beste draus, denn dieses rot leuchtende Ding. Ah, da war man, da ist es. So, umgangen. Marian, dann rauch dir doch einfach eine. Macht halt mal Kinder. Upsilon. Upsilon. Den lass ich mal besser da unten liegen. Oder nicht? Danke, dass ihr in Gedanken bei mir seid. Soll ich den jetzt hier irgendwie befreien, diesen, oder will er mich dann töten? Der hat schon hier so ein nach ein ähnliches Ding vor der Nase. Den lassen wir mal besser liegen. Sicher ist sicher, jetzt mal ganz im Ernst. So ein bisschen mit der Taschenlampe sparsam umgehen. Wer weiß, hinterher ist sie irgendwie begrenzt und ich weiß es nicht. Und wenn es dann hinterher richtig fott dunkel ist, dann schießt sie da, ja. Deswegen. Oh, es flackert wieder. Flackert, aber ich sehe keinen Gegner. Das macht mich immer so ein bisschen nervöser als sonst. Ja, jetzt bin ich, glaube ich, einmal rumgegangen.
Oh, 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 da ist er. Er leuchtet rot. Rot ist schlecht. Wir gehen einfach woanders hin. Haben wir nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. So wie mit alten Klassenkameraden, ne? Die sieht man und sieht sie nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo könnte man denn? Schwimmt dagegen. Dann kann er sich da gerne mal die den Apfel rammeln, ja. Wo auch immer er das macht, wir wollen es nicht wissen. Ich laufe jetzt einfach weiter. Da hier, Y, das sieht gut aus. Oh, warte mal, hier war ich doch eben. Komm, dann befreie ich den mal. Vielleicht hilft er mir ja irgendwie. Oder er knallt mich jetzt einfach ab. Okay, vielleicht weil er... Dude! Vielleicht weil er grün leuchtet oder so, ich weiß es nicht. Okay. Okay. Also da lang war schon mal Quatsch. Da sind wir irgendwie im Kreis, massiv im Kreis gelaufen, ja. Und jetzt probiere ich es mal hier lang. Vielleicht soll ich diesen grünen Schildern irgendwie folgen, ich weiß es nicht. Scheiße. Weiter. Okay, das sieht gut aus. Shuttle-Station sieht super aus. Aber... Oh, okay. Gut, dass wir ihn befreit haben dann. Hätte ich wahrscheinlich das Stück wieder zurücklaufen müssen. Vielleicht hätte ich zu der anderen Tür auch gehen können. Das ist egal. Wir sollen jetzt zur Shuttle-Station. Shuttle-Station ist gut. Well, thanks, little guy. Omni-Tool. Endlich können wir es wieder benutzen. Ich kann sagen, ich kann ja nicht sagen, dass wir es noch einmal brauchen. Let's hope the shuttles still work. Yay! Mega einladend mal wieder. War gut, dass ich jetzt den Taschenlampe habe, ansonsten wäre es ja...
Nee, Fabi, danke dir fürs Einschalten. Oh, ja. Datenwasser, den ich abhören kann. Jackie? Komm in, Theta. Okay. What? I can't. Where are you now? Strasky! I'm at the shuttle. But it's not looking good. The lights flicker like mad. I think the power regulator is broken. I have to fix it. I don't want to get stranded halfway to Theta. What was that? I can't hear you. Don't worry. I'll fix it. Somehow. Ja, Fabi, das ist tatsächlich neue Gesichter. Ich freue mich sehr darüber. Wenn alle auch noch schön auf den Follow-Button klicken, dann freue ich mich noch mehr. Aber das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr Spaß habt, dann followt ihr mir. Und wenn nicht, dann lasst das. So, okay, warte mal. Die Tür hier, hier ist irgendwie so ein improvisierter... Irgendwas. Okay. Total mega einladend hier, aber nicht das, was wir wollen. Also hier. Geschlossene Tür. Dann gehen wir halt hier in den total sicher aussehenden rot beleuchteten Gang. Fabi, ja, ein Horrorspiel, ja. Ja, rote Gänge sind auf jeden Fall besser als dunkle Gänge, ja. Oder dunkle Gänge, wo am anderen, am Ende des Ganges ein Licht leuchtet und dann wieder verschwindet. Oder dir etwas entgegenkommt, ist auch sehr cool. Huch. Hey, are you? Don't hurt me. Oh, die sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. Wow, okay. What happened? An accident. Fixing the power. I was going to Theta. Anything I can do? If you see Masters of Home. Oh, Fabi, in dem Fall ist ja endlich mal ein Mensch, der sich für Menschen hält. Bis jetzt habe ich nicht nur Roboter und Maschinen dagegen, die sich für Menschen halten. Well, well, ich glaube, ich muss hier mal hier die Stöpsel rausziehen. Ist auch egal. Völlig egal, was ich gerade gesagt habe. Are you okay? Are you okay? I don't know. I want to go home. Na ja, dann machen wir's. Dafür haben wir jetzt Strom, immerhin. Und das sieht schon alles hier sehr nach Alien aus. Kann ich das da wieder reinschicken? Nee, ich kann es mir nur ins Gesicht halten. Okay. Oh, ich kann mal hier so einen Schraubenzieher dazu. So eine Bohrmaschine. Also jetzt ist der Gang einfach ganz dunkel. Auch cool. Der flackert auch noch so ein bisschen. Entschuldigung, es ging nicht anders. Ich muss es tun.
Wenn ich eine Wahl gehabt hätte, Kitty, dann hätte ich sie wahrscheinlich nicht umgebracht, ja. Aber, es ging nicht anders. Ich sag ja, wahrscheinlich bin ich hier am Ende der Böse. Und dann für alles verantwortlich. Wie gesagt, du kannst dir das Spiel gerne selber holen und es anders machen. Im Idealfall, wie gesagt, über den Link da oben, ja. Das wäre schon sehr cool. Okay, das hat mal gar nichts gebracht, irgendwie. Ah, ja, guck mal. Da guck mal einer. Nee, und der Hebel ist nicht mehr abgebrochen. Was ist denn da los? Okay, cool. Okay, die Tür ist zu. Oh la la. Das ist hier die Black Mesa Memorial Bahn, ja? Hebel drücken. Klick. Klick. Ja klar, den roten Knopf drücken. Was soll schief gehen? Cool. Wir wollten zu Lambda, richtig? Warnung, Ziel bestimmen. Tutu. Genau, wir fahren zur Lambda-Sonne. Damit kennst du dich ja aus, oder? Ach, Steven ist auch da. Steven, danke fürs Einschalten. Has now become home to the Omega Space Gun, the world's most affordable way to launch satellites. Ich kann mich, es heißt, ich kann mich nicht umdrehen, also our unique Atlantic Ocean location allows for this gigantic bin jetzt quasi an meinem Stuhl festgehalten, to safely launch projectiles without risk of damaging the payload with risky combustion. The station has multiple sites and has a diverse staff of engineers and scientists. Together they are able to produce. Mimi kennt sich aus. Soll ich nichts von meiner Inspektion und meinen TÜV bei dir machen? Ja. Meine Inspektion ist bald fertig. Kannst du sowas machen, Mimi? Research projects within the marine sciences, including hydroculture, turbulence and deep sea. Kitty, ich danke dir vielmals fürs Einschalten. Viel Spaß mit dem Hund und lass dich nicht von leuchtenden Dingern von hinten umbringen. Und zu einem Toaster verwandeln oder so eine Scheiße. Steven spielt sich gar nicht mal übel. Bis jetzt im Grunde keinen wirklichen Jumpscare, sondern halt vieles durch Geräusche. Und du hast halt Gegner. Wie ist der Hebel nicht abgerissen, ne? Vieles machen die mit Licht und Licht und Schatten und Geräuschen. Sehr, sehr viel mit Geräuschen in dem Spiel. Immer gerne, Kitty. Vieles mit Geräuschen. Finde ich gar nicht mal so schlecht, das Spiel bis jetzt. Macht Spaß. So, okay. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht der beste Bahnpilot. So, meinen Unfall nehme ich jetzt auch mit. Die Reparaturliste, ich hätte es ja gar nicht reparieren können. Also, aus dem war ja Lacker was im Weg, Sess. Hier in der Notfall. Ah ja, warte mal. Hier.
Ich glaube, das muss so, dass die Tür dann abgesprengt wird. Ja, ja das sieht okay, gut aus. Ah, er lief nicht so cool. Und was soll ich noch sagen? Ach, Hümi, in der Inspektion. Kannst du eine Inspektion an einem Auto machen? An meinem? Ich bin nämlich bald fällig. Kann ja nicht so schwer sein. Kadi, dann danke ich dir fürs Einschalten und wünsche dir noch einen schönen Abend. Und Fabi, ja, das ist, ich würde echt fast sagen, so eine Mischung aus Alien Isolation und Bioshock. Also das Setting ist halt an Bioshock angelehnt, ja. Oh, das Telefon fällt. Und vom Gameplay her schon Richtung Alien Isolation. Viel, viel Suspense. Simon. Hallo. Simon, are you there? Catherine, is that you? I was on my way, but then the shuttle train, it fucking crashed. Are you all right? The system says the section is sealed for suspension. Immer noch günstiger. No, I'm not all right. What the hell happened to the world? Why are we underwater? Wow, you're really out of place, aren't you? Yeah. Well, don't worry about that right now. I realize you're confused, but you're so close to Lambda. If you just Und, Hafi, danke dir fürs Einschalten. Du bist, glaube ich, zum ersten Mal hier. Genieße das gemeinsame Gruseln. Maintenance hatch. No problem. What's going on up there? I gotta go. See you soon, Simon. Catherine? You okay? Wenn die Bahn nicht fährt, können wir ein Stück doch laufen, oder? Kann ja nicht mehr so weit gewesen sein, oder? Dass ich jetzt gerade auf dieses leuchtende Ding zulaufe, das mich sonst immer gejagt hat, ist normal, oder? Ist die Müdigkeit jetzt schon. Ach guck mal, das Ding hat mich doch vorhin auch schon geheilt. Einfach nur den Finger reinstecken. Jesus Christ! What the hell? Ja, immer den Finger in komische Alien-Dinger reinstecken. Dann geht's dir direkt besser. Ich hab's gerade gemacht, ich kann nichts dafür. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Fabi und Hümi, nicht bei mir an meinem Auto. Bei mir. Nur torfrisch. Wir sind morgen. Guten Abend. Ich komme wieder. Here we go again. Ja, Fabi, genau, den Finger in mein Auto stecken, ins Zündschloss zum Beispiel. Wie meinst du jetzt die Pumpe wie Benzinpumpe in meinem Auto? Ja, 2000, aber das ist glaube ich noch ganz frisch für den Wagen. I can find Lambda, right? I mean, really? How big can this ocean be? Genau. Wir laufen einfach bis Lambda. Was soll's denn? Ah, super, da wird der Stefan direkt hellhörig. Ach, meine Leber. Oh. Die ist aber auch noch ganz taufrisch. Ja. Ich trinke Alkohol in Maßen. Als Genussmittel irgendwie.
Also seit den letzten paar Jahren davor. Da wollen wir nicht drüber reden. In großen Maßen. Was ist los, Stefan? So ein schlechtes Bild bei dir. Hast du es mal probiert mit einem. Das Fenster auf Pop-Out zu stellen, dass das Fenster einzeln ist, dann läuft es besser. Könnte ich mir den schon von der köstlichen Pfanne haben, mein Schwatz? Das ist sehr nett von dir, ne? Dann mal kurz einen Schluck trinken. Obwohl ich unter Wasser bin, habe ich jetzt gerade Durst. Gang ist immer scheiße, das machen wir auch nicht. Ja, Fabi, bei den meisten ist es gut. Irgendwie nur bei Hümi und Stefan läuft es nicht so wirklich rund. Rüstet euch, Flash wird es nicht mehr so lange geben, also von daher. Aber Stefan, das kann tatsächlich sein, dass es irgendwie an einem irgendeinen Flash-Player oder irgendeiner Kack-Einstellung liegt. Ja, und Seth hat bestimmt so einen NASA-Computer bei sich zu Hause stehen, wie ich ihn jetzt einschätze. Es liegt auch nicht daran, dass es nur auf kleineren oder schwächeren Rechnern optimal läuft. Nichts gegen dich, Fabi, aber. Ja. Obwohl, dann müsste es ja beim Himi auch sauber laufen. So, okay, hier geht's wohl nicht weiter. Folgen wir dem guten Licht. Das ist ja schon amtlich im Vergleich zu einigen anderen PCs. Hey, springen kann ich unter Wasser auch. Ist auch total nützlich gerade. Oh. Ah, da guckt schon wieder so einer mit dem roten Licht rum. An dem vorbeikommen. Und schau da denn gerade, das sieht man gar nicht so richtig hier in dieser Brühe. Ich laufe ein bisschen schneller, ja? Irgendwie, ich kann nicht so lange sprinten. Wir müssen uns für solche Momente aufheben. Wo wir schnell sein müssen, wie jetzt gerade. Sonst hast du so einen Gegner im Nacken. Pff.
Also ich glaube, ich muss hier lang. Streame über Frankfurt. Letztes Mal habe ich aber über Nürnberg noch gestreamt. Weil Frankfurt ja letztens mal ein bisschen Problemchen hatte. Und was haben wir denn hier für Schönes? Mal überall mal ein Omni-Tool reinstecken. Okay. Bitte? Deswegen heißt es Omni-Tool, ja. Ist korrekt, aber das ist irgendwie... Mein Türöffner überall reinstecken, das ist vielleicht auch nicht immer so clever, ne? Bis jetzt hat es aber noch nicht geschadet. Hebel sind so mein Ding. Hebel darf ich nicht berühren. Ey, Lambda, da wollten wir doch hin. Ja, so ein schicker gelber Knopf. Bitte? This must be Lambda, where Catherine is. Okay, darüber werde ich jetzt noch ein bisschen nachdenken. So. Läuft. Hallo? Sarah, this is important. No! Okay. Catherine? Be quiet! Don't look at it! Wen? Uha. Nicht anschauen, ja? Dann, Okay. Not you too. Schon wieder so ein Roboter, der sich für den Menschen hält. Don't let the circuitry fool you. I was human once. Can't take any more. This is... Everything's fucked. I give up. There's nothing left. Oh, calm down. It's not the end of the world. You sure? It sure as hell looks like it. For all I know, there's no one left except for me. What do you mean? I'm right here. Don't take this the wrong way. But I meant any humans left except for me. Have you looked at yourself lately? You're a walking, talking diving suit with some electronics left on for good measure. I don't. You don't want to think about it? We'll start thinking about it. I don't want to do this anymore. I don't want to be this. I want out. Before you do anything hasty, could you help me with something? What? I was trying to find out what happened with my project when that brute knocked me to the ground. Your project? How could anything possibly matter when you know you're a stupid robot in a stupid dead world? Okay, focus. I need you to fix me so I can get back to work. Then you can sulk as much as you want. You gotta be kidding, right? I think I have a better chance of building myself a time machine than of putting you back together. I just need to access the computer. Oh, is that an Omni-Tool you're carrying? Oh, the door opener? I picked it up at Upsilon where I woke up. Oh, kann schlecht da anmachen. Hey, ist das ein Omni-Tool? Plug it into the terminal. Sure, whatever. Freust du dich so, mich zu sehen? When the Omni-Tool is loaded, just plug my Cortex chip into the tool. What's a Cortex chip? It will be obvious. I'll eject it for you. Just grab the chip and slide it into the Omni-Tool. Come on, I just need you to do this one thing for me. Sure, whatever. What did you want me to do? The tool you're carrying. Plug it into the computer over there. Omni-Tool machen. Das soll schon schief gehen. Lambda Terminal 27 activated. The Omni-Tool is ready now. Should be easy enough. Just pick up the chip and slide it into the Omni-Tool. Why does a robot chip fit a door opener? It's standardized connection. Catherine? All right. Let's
give this a try. Okay. Erneut, was soll schon schief gehen? Custom Cortex chip found. Shutting down helper chip. Have a nice day. Ein intergalaktischer, photonbetriebener Werbewackeldruide. I'm in the Omnitool. Thanks. Steven. So, what's the project about? Wahrscheinlich. My project? Oh, well, I saved all the people on the station as brain scans and put them into an artificial world. We were going to launch it into space to save it from, well, all of this. Are you telling me that you were going to launch a computer world filled with people into space? Yes. It was just a pet project at first, but it got really serious after the comet took out the surface. Oh, okay. Then suddenly it became very important, and it was officially named the Ark. Ein Komet hat also die Erdoberfläche ausgelöscht, und diese Dame hat versucht, how far did you get? Den Verstand von Menschen in einen Computer zu laden und den He came from a scan I did pretty early on. The living Catherine could very well have finished the project and launched it. Warum I guess man auch immer sowas tun she could even still be alive. Oh, okay. Weird thought. So the talking robots, are they also scans you did? They could be, but I doubt it. I'd expect much more sense if that was the case. Ah, all right, Phylon. What's happening? I managed to restore some data from the backup server. This should tell us everything we need. Oh. Could you do me a favor and run into the other room and have a look? Yes, I don't seem to be Hobbys. Able to view the files in this condition. I Scannst need to know den that the Ark von Menschen und speicherst sure, sie auf Thanks, USB-6. I'll unlock the door for you. Dinge, die man so tut. What was it you said before? You're from Toronto? Yeah, I just went in for a brain scan and suddenly here I am. That doesn't make any sense. How? Why would anyone bring a scan from Toronto? You think that's strange? What if I tell you das erinnert dich an einen Systemschock. Welchen Zufall, dass wir das Spiel morgen spielen? Ja, klar. Da haben sie sich auch ein bisschen dran inspiriert, aber gut. Besser gut sich von guten Spielen inspirieren zu lassen, als es einfach scheiße selbst zu machen. Das Problem ist, ich muss jetzt hier wieder raus und da ist dieser komische Typ, der sich anscheinend irgendwie hin und her warpen kann. Und, anschauen darf ich ihn nicht und am besten sollte ich auch keine Geräusche machen. Das wird ja witzig. Can't make any sense of it. You say something? Sorry, still trying to figure out how you got here. Got it. I'd really like to know who thought sending a Canadian to the bottom of the sea was a good idea. Okay, im Raum nebenan hat sie ja gesagt, ne? So schief. Okay, monsterfrei dieser Raum. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Ah, das heißt, das Omnitool muss ich jetzt da lassen. Weil. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. Okay, gut, gut. Archetracker. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. Okay. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on, I'm trying to find it. Please let me safe. Die Ecke im All soll sehr sein, ne? Ah, jetzt hin. Na? Oh. Dann vielleicht einfach im Erdorbit? Nee. Mal dran. Die wohl doch nicht gerade ins All gestartet, die Arche mit den ganzen gescannten Menschen. Okay, bei Lambda ist sie auch nicht. Theta und Omikron auch nicht.
Okay. Tau. Und ich vermute mal dann hier oben. Das sieht so aus wie ein Raum, in dem man eine Arche aufbewahrt. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no. It's on Earth. It's so close to fire, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Wir müssen morgen nicht vergessen, ne? Die deutsche Version von System Shock 2. Ganz wichtig. I'll take us there. Steven, die Frau, die gerade spricht, swim, ja, sort of. Ich weiß you're es stuck nicht. In the door opener, also sie war auf jeden Fall in diesem Toaster. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That's not really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is aber what you wanted aus, to do. Sie, your final mission. Let's also launch eine the KI ist. We would need to find a way to get into the oder abyss. Can't take the climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that the combat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know, it's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? You know what? I found a sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni-Tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Can I pull the Omni-Tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Okay, Dinge, die man so tut. Nee, aber irgendwie, Stefan hat schon recht. System Shock 2 ist wirklich aus einer Zeit, wo Fehler in einem Videospiel wirklich knallhart bestraft worden sind. So, und ich bin mal ganz leise, denn irgendwo hier guckt noch dieser. Weiß Gott, was das für ein Typ ist, rum. Aber wir gehen jetzt wieder raus. Wir laufen jetzt zu Zeta. Ja, irgendwie, aber das ist auch so ein Fall von Spielen aus dem letzten Jahrtausend, kann man ja jetzt schon sagen. Du wurdest relativ wenig in die Hand genommen und musstest relativ viel, vor allen Dingen bei solchen Spielen, relativ viel selbst entdecken und vor allen Dingen lesen. Also das habe ich, als ich gestern System Shock 1 angespielt habe, bis du erstmal tatsächlich an den Code für die erste Tür kommst, musst du irgendwie schon 5 krümelig lesbare Texttafeln durchforsten, bis es dann da irgendwo steht. Hier konnte ich das Omni-Tool doch reinstecken und der Cortex-Chip fehlte. What? What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey Simon, und, can you hear me? Dementsprechend waren die Spiele halt so. Hang on, I'll give it a try. No. Hätte sein können, dass es nicht funktioniert. Sorry, it's dead. With a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. I'll just save the security information and update the Omni-Tool. There. Should help you get around. Great. Okay, dann, da ist hier so ein Ding, das da so rumschwimmt. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt im Stream, weil es bei euch wahrscheinlich ein bisschen dunkler ist. Aber es leuchtet nicht rot. Wenn es nicht rot leuchtet, ist es okay, ne? Gut, der sieht sogar noch ziemlich freundlich aus. Es flackert.
soll man jetzt hin? Sollen wir den Lichtern einfach mal folgen? Das soll schief gehen. Das hört ihr wahrscheinlich nicht, weil es hinter dem Mikro ist, da hinten in der Ecke irgendwo ist. Und ein wühlendes und meckerndes Kätzchen. Schon ziemlich niedlich. Oh, das war ich jetzt, ne? Da. Wie weit kann es sein? Nope. Okay. Nope, das Spiel, Hümi. Okay, rotes Licht. Omnitool schränken, natürlich. Also irgendwo ist dieses Ding, dass ich, ich weiß nicht, ob es unsichtbar ist oder ob es sich teleportieren kann oder was auch immer. Und auf so engem Raum möchte ich dem Ding eigentlich nicht unbedingt begegnen. Irgendwie muss ich bei diesem Gang hier mit den Rohren irgendwie an Unreal denken. Da ist man doch auch am Anfang auf dem Gefangenentransporter, aus dem man ausbricht. Wo der gestrandet ist halt. Da ist man doch auch in so einem Gang mit Rohren unterwegs, oder? Verdächtig auch so aussieht. Muss ich nur halt gerade dran denken, mein Gehirn, ihr wisst schon. Steven, eklige Riesenspinnen, ja, das ist auch so mein Problem. Aber bis jetzt waren hier noch keine. Dann hätte ich es aber auch nicht gespielt, sag ich dir ganz ehrlich. Hört ihr auch, ne? So Stimmen und Geräusche. Okay, wenn ich nach vorne schaue, dann flackert's. Wenn ich da hinten rein schaue, dann flackert's nicht mehr. Naja. Uah! Also nach der Runde brauche ich erstmal einen Schnaps. Zum Runterkommen, ja? Schnaps und eine Kippe oder so. Ich rauche ja keine Kippen. Also. Thank you.
fest, ja, ich höre auch Stimmen, wenn ich ein Telefon abnehme. Problem ist nur, wenn du Stimmen hörst, bevor du das Telefon abhebst. Das ist dann der Moment, wo dein Verstand langsam Winke-Winke macht. Die Runde ist ja noch nicht zu Ende, Fabi. Danach, ja, wenn der Stream aus ist, dann gehe ich schön runter. Das sieht ganz gut aus, ich glaube, da muss ich hin. Dann gehe ich schön runter, öffne meine Globus Minibar und trinke mir einen schönen Whisky. Das wird mega. Stefan, 7 Tage was? Du hast wahrscheinlich vorher schon was geschrieben, aber ich hab's nicht mitbekommen. Badezimmer irgendwas gefunden. Ein Rollo. Hey, so. Ach, Stefan, alles klar. Ja, zum Glück habe ich hier kein Telefon abgenommen. Es kam auch noch kein Mädchen aus dem Fernseher. Aber der Tag ist noch nicht zu Ende. Und das Spiel noch lange nicht. Ich darf ihn halt nur nicht ansehen, ne? Okay. Fick nochmal. Irgendwo hinter mir guckt jetzt dieser Typ rum, ja. Und ich bin jetzt hier gerade mal so ein bisschen im Krebsgang unterwegs.
Hier, Rettungsshuttle. Einfach nur an dem Hebel drehen. Hebel drehen. Also drehen. Irgendwas drehen, das abbricht. Oder auch nicht. Hoffentlich kann das Vieh keine Leitern hochklettern. Das sieht gut aus. Security. Sicherheits. Nee, Rettungs. Emergency Shutter. Das sieht gut aus. Huh? What? Oh, you made it. This is much better. Ich muss den, Nippel durch die Lande ziehen. Wait, what? Safety locks are blocking the vessel's release. Are you kidding? How much more of an emergency could this ship be in? It's on the bottom of the sea. Take a look at the engine room and see if you can figure it out. Maybe okay. There's an override or something. There's monsters out there. Like the ones we saw at Lambda. The more reason to get going. What? Come on, you know the drill. Don't look at them or get too close. It'll mess with your circuits. Oh, shit. We need to get out of here. I know. I'm going. Aber ob wir es hier rausschaffen, ich glaube, das müsst ihr einfach selber herausfinden, denn wir haben 10 Uhr und sind damit zum Glück am Ende dieses Soma Livestreams. Ja. Und weiter, das machen meine Nerven jetzt tatsächlich nicht mehr mit. Also wenn ich mich jetzt hier noch durchkämpfen muss, das verschiebe ich lieber für ein anderes Mal. Ja. Und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr so lange durchgehalten habt mit diesem Spiel. Es fing ja relativ seicht an, aber jetzt gerade hat am Anfang auch relativ einfache Gegner, die man leicht austricksen konnte. Aber der jetzt hier so rumgurkt, der ist eine Nummer für sich. Und wenn ihr herausfinden wollt, ob das Spiel was für euch ist und ob ihr besser damit klarkommt, zumindest besser als ich, dann könnt ihr euch das Spiel morgen kaufen. Ja? Über den Link, der oben im Chat ist. Denn, ja, ich drehe mich einfach, ich gucke einfach mal so ein bisschen raus aus dem Urlaube, ja, weil das Ding ist hinter mir. Wenn ich eine Einschätzung geben müsste, würde ich sagen, dass das Spiel, Also ich muss mal eben umbringen. Da. Oh, ich lebe immer noch. So, da. Eigentlich wollte ich jetzt sterben für euch, aber gut. Ach komm, jetzt ziehen wir das noch durch. Wir versuchen es noch einmal. Das soll schief gehen. Jetzt hier den Finger reinstecken. Oh, die ganze Faust jetzt. Okay, alles klar. Na komm, dann machen wir noch ein bisschen weiter. Jetzt will ich selber wissen, ob ich es schaffe.
ist das schrecklich hier. Ist halt einfach, dass dieses Vieh wirklich überall sein kann und ich keine Ahnung habe, wo dieser Maschinenraum ist und dann auch keine Ahnung habe, wie ich wieder zurückkommen soll. Oh, warte mal, das sieht doch ganz gut aus hier. Kurz. Für den Fall, dass ich zurücklaufen muss. Da durch. Hier rum. Da runter. Nochmal runter. Ich habe nur so eine Ahnung, dass ich das Stück gleich zurücklaufen muss. Ist zu machen, ist zu machen. Machen wir jetzt auch. So, die Tür hier mache ich mal zu. Nicht, dass ich da gleich fälschlicherweise durchlaufe. Dinger blockieren ja offensichtlich immer irgendwie irgendwelche Elektrofälle fahren. Ich muss ja die Maschine wieder zum Laufen. Oha, 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 nein, nicht nein. Reactor collapse imminent. Proceed to the emergency. Ja, ich hab so gewusst, dass ich weglaufen muss. Leck mich am Arsch. Hier so. Alright, here we go. Hold on to something. Can you steer this thing? Starboard rotor is choking, but I can compensate. How do you even know what direction we're going in? Don't worry, I'm hooked up to the navigator. We're headed for Theta, should be a matter of minutes. I thought I was done for back there. Seems like the WOW is keeping the Curie from going into a catastrophic failure state. I mean, how did it get on the ship? Are you talking about the black tentacles in the engine room? I've seen them before at Upsilon, what are they? They're a manifestation of a malfunctioning station-wide artificial intelligence called the WOW. Wow. Okay, also die so we just made a powerful Station, enemy. Die schatzungsweite KI ist durchgedreht. Das kennen wir irgendwo her. Hab ich gepopelt? Quatsch. Like dann hab ich mich gekratzt. Ich popel nie. Was that the ship? Looks like your sabotage worked better than expected. Meine Nasenlöcher sind viel zu klein. Reach for impact! Hold on! The blast just pushed us off the plateau! What does that mean? If I don't hit Delta, we're dead. Ja, irgendwie Systemschock. Deswegen, passt es auch optimal, wenn wir einfach morgen Systemschock spielen. Und das ist auch ein cooler Break jetzt.
Genau, höchstens im Bauch, im Bauchnabel pule ich tatsächlich Steven beim Nachdenken. Ist auch irgendwie sehr entspannt. Entspannter als Popeln. Egal. Wir haben es also mit dieser Rettungskapsel jetzt geschafft und sind auf dem Weg nach Theta. Und an dieser Stelle höre ich jetzt einfach mal auf, denn ich fand jetzt den Break ganz gut, ne? Mit Bildschirm schwarz läuft. Wenn euch das Spiel Spaß gemacht hat, wenn ihr euch das kaufen wollt und oder ihr euch einfach so einen Good Old Games Account machen wollt, ja, dann benutzt doch bitte den Link oben im Chat. Das ist nämlich ein Affiliate-Link zusammen mit Good Old Games. Der tut Power-Up gut und ihr habt keine Nachteile dadurch. Jo. Nochmals, jetzt höre ich wirklich auf. Danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr mit mir jetzt so die ersten knapp 2 Stunden Soma gespielt habt. Ich hoffe, dass ihr einen guten Eindruck von dem Titel bekommen habt. Denn mir selbst macht es ziemlich Spaß, auch wenn ich Weglaufen vor übermächtigen Monstern eigentlich eher lahm finde. Aber das hat jetzt ganz gut funktioniert. Das hat ganz gut Spaß gemacht. Und ich denke, dass wir das wiederholen sollten. Mit Soma. Genau, Brofist. Morgen um 20 Uhr werde ich Systemshock spielen. So quasi das erste Spiel, das so ein bisschen Exploration, RPG, ein bisschen Horror hatte. Von 1994, ich habe es schon gesagt, aus der DOS-Ära. Sehr, sehr gutes Spiel. Ist von dem Entwicklerteam, das später irgendwann mal Bioshock gemacht hat. Von daher eine ganz interessante Kiste. Das mache ich morgen. Und übermorgen, Mittwoch, denke ich, mache ich mit Bioshock Infinite weiter. Dann haben wir so die Sci-Fi-Horror-Ecke einmal so komplett rum. Dann ist auch schon Mittwoch. Und was habe ich gesagt? Bioshock Infinite am Mittwoch. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen. Und am Bronnerstag würde ich fast vorschlagen, dass Stefan und ich mit den Leichenlootern weitermachen und an unseren Guild Wars Charakteren feilen, sodass wir uns irgendwie auf Level 15 oder 20 bringen, Stefan. Und dann vielleicht mal ein bisschen in PvP reinschauen. So ganz grob, Stefan, ich mach's jetzt so weiter, wie ich letztens aufgehört habe, im normalen Schwierigkeitsgrad, damit wir auch alle Spaß haben und ich nicht dauernd fluche. So, den 1999er Modus, den mache ich so für mich alleine. Ja, wenn ich mal, wenn ich mich mal so virtuell ohrfeigen möchte, um mir nochmal aufzuzeigen, wie scheiße ich geworden bin, dann spiele ich den 1999er Modus von Bioshock Infinite. Wurscht. Wie gesagt, morgen 20 Uhr Systemshock von 1994. Am Mittwoch Bioshock Infinite. Am Donnerstag Guild Wars 2. Habe ich jetzt einfach so beschlossen. Und für heute ist jetzt hier erstmal Schicht im Schacht. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen angenehmen Abend noch. Genau, have fun und dicke Eier. Läuft dir. Cool. Ich habe meine reizende Lebensgefährtin schläft schon. Ich werde mich jetzt dazulegen. Freunde, gute Nacht und danke.